256 Kubikmillimeter Bauvolumen. Ein schönes großes Touch-Display, was richtig gut funktioniert. Ein Core-XY-System und 3 Z-Achsen. Und nein, ich rede jetzt hier nicht von einem Bambulab P1P, P1S oder sonst was in der Richtung, sondern vom Two Trees SK1. Und warum ich den Drucker so genial finde und was der alles für bombastisch geile Features hat und wie er daherkommt, das zeige ich euch in diesem Video. Und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Makorama.de und ja, ihr hört schon, ich bin so ein bisschen begeistert von dem Gerät. Ich finde es schade, dass ich den jetzt weggebe, aber ich habe es jemandem versprochen, deswegen geht er auf jeden Fall weg. Ich muss echt sagen, es ist ein schönes Gerät für einen schönen Preis, muss man einfach sagen. Und fangen wir erstmal damit an, wie kommt das Gerät her? Also erstmal so, wie es da steht, klar, die hat hier jetzt nochmal an allen möglichen Achsen hier diese Sicherungsteile, die auch gedruckt sind. Die sehen auch so aus, als wenn sie auf dem Drucker gedruckt wären. Die Druckqualität ist Bombe. Ja, kommen wir gleich nochmal zu. Aber der kommt mit einer schönen texturierten Platte daher. Auf der Rückseite ist nochmal eine ganz normale glatte Pi-Platte. Und an sich gibt es erstmal nichts großartig aufzubauen. Man stellt hin, stellt hier die Stromstärke ein, also 120 oder 220 Volt. Steckt da an der Seite den Stromstecker ein, steckt den Netzwerkstecker ein. Und dann kann man loslegen. Man kann natürlich noch so eine Wi-Fi-Antenne dran packen, die hier mit einem Lieferumfang mit dabei ist. Man hat hier noch so ein paar Ersatzschrauben dabei, ein bisschen Werkzeug, eine SD-Karte, das ist das Übliche. Und natürlich hier so ein paar Akupunkturnadeln. Natürlich ist da auch noch mal eine Knipex mit dabei. Und das war's. Das Display muss auch noch mal dran montiert werden. Das ist auch super schnell erledigt. Einfach Stecker rein, draufstecken, fertig. Ich habe das mit dem Patreon zusammen im Stream gemacht und ich war erstmal hellauf begeistert, als ich den hingestellt habe, angeschlossen, ans Netzwerk angeschlossen. Und dann bin ich einfach hingegangen und habe mal geguckt auf dem Display, welche IP hat das Gerät, habe die IP-Adresse im Browser eingegeben und siehe da, das Ding kommt von Werk ab mit Fluid. Also mit Clipper, Moonraker und Fluid drauf. Ob man jetzt Fluid mag oder lieber Mainsail, ist Geschmackssache. Das haben wir schon mal im Podcast mit Meteo besprochen. Aber ich finde das mega genial, dass das schon mal Stock quasi drauf ist. Und wer sagt so, okay, das ist ja schon richtig gut, dem kann ich nur sagen, okay, abwarten, denn man kann sich per SSH auf das Teil einloggen, weil da ein MKS-Board drin verbaut ist, mit den Zugangsdaten MKS und Passwort MakerBase. Und dann sieht man da relativ schnell, dass da auch ein Kiao mit drauf installiert ist. Und wer jetzt nicht weiß, was Kiao ist der Clipper Install and Update Helper. Das heißt also, das ist so eine Toolbox, so ein Werkzeugkasten in digitaler, mit dem man alle möglichen Tools installieren, deinstallieren, updaten und kann. Das ist natürlich mega genial, weil damit kann man alles Mögliche machen, was man mit Clipper machen möchte. Inklusive zum Beispiel mal Fluid runterschmeißen und Mainsail drauf installieren. Ich weiß, ich möchte jetzt nicht den Fluid-Leuten auf die Füße treten. Ich habe halt hier nur auf allen Druckern Clipper installiert mit Mainsail. Und dann möchte ich natürlich auf dem Gerät auch Mainsail drauf haben. Es macht keinen Unterschied. Die beiden Web-Oberflächen sind äquivalent. Das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Ich habe halt nur hier überall Mainsail, deswegen möchte ich es einheitlich haben. Ja, ansonsten, die beiden Web-Oberflächen geben sich nichts. Wenn ihr Fluid benutzt, ist es auch vollkommen okay. Und ich finde es einfach genial, dass es einen Drucker gibt in dem Format, in der Größe, der direkt wirklich von Werk ab schon so offen daherkommt und auch das entsprechend kommuniziert und das auch so schön darstellt und man das so einfach nutzen kann und da keine großartigen Probleme mit hat. Bevor wir aber weitermachen, möchte ich mich gerne nochmal bei unserem heutigen Sponsor PCBWay bedanken. Auf PCBWay.com könnt ihr nicht nur kostengünstig Halbleiterplatinen herstellen lassen. Inzwischen gibt es dort auch weitere Services wie zum Beispiel mal CNC-Fräse, Blechbearbeitung, Spritzguss oder aber auch 3D-Druck. Und in Zusammenarbeit mit PCBWay habe ich mir einen Toolhead für meinen nächsten Voron Zero herstellen lassen. Das Ganze aus Nylon im 3D-Druckverfahren und auch noch zweifarbig. Und ich muss sagen, die Teile haben erstens perfekt gepasst und sind super rausgekommen. Ich freue mich, das Teil jetzt demnächst verbauen zu können. Und wenn ihr jetzt auch Blut geleckt habt, könnt ihr mit dem Code MOR-PCBWay, ich blende ihn hier unten nochmal ein, $10 auf eure nächste Bestellung entsprechend Rabatt kassieren. Und in diesem Sinne geht es weiter im Video. Klar, dass das jetzt ein MKS-Board ist und dass man damit MKS und MakerBase als Username und Passwort draufkommt, das hat jetzt Two Trees nicht unbedingt großartig an die große Glocke gehangen. Ich mache das jetzt, ja. Aber ich finde es genial, weil dadurch ist der Drucker schon mal sehr interessant für alle, die sagen, okay, ich möchte da noch ein bisschen mehr rausholen. Da ist schon ziemlich viel drin, aber wenn ihr zum Beispiel mal noch ein Octo Everywhere installieren wollt, ist es auch schon mal ziemlich geil.
Und ihr braucht nicht mal irgendwas zu routen oder sonst irgendwas in der Richtung. Ist ja schon geroutet in dem Sinne. Ist also schon mal ein Ticken besser von der Software her. Nochmal wie die Creality-Drucker. Also genauso, wie ich mir die Creality-Drucker eigentlich wünschen würde. Nur halt schon direkt ab Werk. Ja, und das finde ich genial, weil man kann natürlich auch hingehen, kann sagen, ich binde jetzt hier einen Spoolman ein. Ja, kommt auch noch ein Video dazu. Oder beziehungsweise, wenn ihr das hier seht, habt ihr wahrscheinlich das Video schon dazu gesehen. Und das finde ich einfach bombastisch. Was ich auch gut finde, was sie Gott sei Dank nicht von Creality, Bambulab und was weiß ich welchen anderen Herstellern kopiert haben, ist einfach, dass der Filamentspulen halt der nicht hier hinten dran ist, sondern, ihr seht es jetzt gerade nicht, aber hier an der Seite, ja, der kommt hier an der Seite dran. Ich habe den jetzt gerade abmontiert, weil der jetzt nach dem Video instant rüber zum Nachbarn geht. Und den kann man hier an die Seite dran schrauben. Finde ich natürlich auch Töfte, weil man da wesentlich besseren Zugang zu hat. Gerade bei so einer großen Maschine macht es natürlich mehr Sinn, damit man halt nicht komplett hinten rumreichen muss, denn das ist ein richtiger Brocken, den man hier bekommt. Ich muss aber auch sagen, als ich den Drucker ausgepackt habe und im Stream den ersten Druck gestartet habe, habe ich erstmal so einen Jaw-Drop bekommen. Also ist mir die Kinnlade quasi auf den Boden gefallen. Und zwar hat er mir das hier als Benchy verkauft. Das ist, ja, technisch gesehen, von den Daten her ist es eine Benchy, aber ihr seht, der hat hier einen übelsten Layer-Shift, wenn man so möchte. Und ich habe erstmal ein bisschen rumgedoktert, ein bisschen rumgerätselt, bis ich dann auf die Idee gekommen bin, mal zu prüfen, ob denn hier oben die Belts auf beiden Seiten dann richtig gespannt sind. Und da ist mir aufgefallen, dass zwar hier hinten ein sehr gut zugänglicher Riemenspanner zur Verfügung steht, aber dass hier einer von den Belts, ich glaube, das war der untere, richtig locker ist. Und das war natürlich nicht so toll. Da konnte ich hier spannen, wie ich wollte. Und das hat einfach nicht geholfen. Und das hat natürlich bedeutet, dass ich den Drucker aufschrauben musste, also beziehungsweise den Druckkopf. Und dafür hat Tutwees schon vorahnend quasi diesen kleinen Schraubendreher beziehungsweise diese Zumutung an Schraubendreher mit dazu gelegt. Und ihr hört schon so ein bisschen, das ist nicht wirklich ein Werkzeug. Hier unten die Schrauben, die hier drin sind, das ist so ein kleiner Kreuzschraubendreher. Die kriegt man noch halbwegs auf. Ich sag mal so, von dem Kreuzschraubenzieher ist nicht mehr viel übrig, weil der so weich ist vom Metall her, dass der halt kaputt gegangen ist. Deswegen kauft euch einen ordentlichen. Ich habe mir hier die Vera PH00 und PH0 gekauft und die passen eigentlich beide relativ gut. Ja, die funktionieren beide gut für die Schrauben, die da drin verbaut sind. Aber das Ding hier ist quasi für die Tonne, kann man nicht gebrauchen. Gerade hier oben, wo dann hier zwei Schrauben sind, die direkt an der Linearschiene dran sind, die kriegt man mit dem Teil nicht auf. Ja, da ist Game Over angesagt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Tutwees, entweder packt er da ordentliche Schraubpunkte hin, dass man die gut aufschrauben kann mit dem Schraubenzieher, oder ihr packt einen ordentlichen Schraubendreher dazu, aber das hier, damit gewinnst du keinen Griech, ja? Anyway, ich habe es dann erstmal mit dem Vera-Schraubendreher geschafft, das Ding aufzumachen und man muss den Druckkopf leider Gottes. Und das ist so wirklich eine von den zwei Kritikpunkten, die ich an dem Drucker habe, dass ich den kompletten Druckkopf zerlegen musste, um an die Belts ranzukommen. Klar, normalerweise sollte das ab Werk so weit passen, dass das Ganze halt funktioniert. Out of the box. Ich habe auch schon welche gesehen, bei denen funktioniert das wunderbar. Und wenn das funktioniert, ist das auch ein schönes Gerät. Aber bei mir war es halt so, dass der Belt hier unten einfach so locker war, dass es keinen Sinn gemacht hat, damit überhaupt was zu drucken. Ja? Als ich das dann gefixt hatte, das waren wirklich nur so ein, zwei Klicks, die ich da reinziehen musste, halt so ein, zwei Zähne, die ich da durchziehen musste, dann ging das wunderbar. Dann konnte ich hier auch über den Riemenspanner arbeiten, aber vorher war das da absolut No-Go, sag ich mal. Ja? Dann habe ich es gerade angesprochen, dass ich hier oben an der Linearschiene Probleme hatte, an die Schrauben ranzukommen. Und ja, der kommt mit Linearschienen. Auf der X-, Y-Achse und hier vorne auf den beiden Z-Achsen kommt er mit jeweils einer Linearschiene. Das heißt also, der ist schon richtig gut gelagert und eigentlich müsste der dafür auch ganz gut drucken. Eigentlich. Tut er auch fast. Ich habe hier zum Beispiel mal die Buzz Lightyear Laser Gun damit gedruckt. Und das sieht schon ganz ordentlich aus, muss man einfach sagen. Man erkennt aber auch, dass da noch ein bisschen auf der Z-Achse noch so ein bisschen ein Wobble ist. Und das kommt nicht daher, dass hier an den Spindeln irgendwas falsch ist. Nee, das kommt wahrscheinlich daher, dass hier oben, da sind wir gleich beim zweiten Kritikpunkt, dass hier oben die Lager für die Umlenkrollen, naja, ein bisschen dürftig sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das habe ich auch schon dem Hersteller geschrieben, dass ich das nicht gut finde. Den Belt natürlich und diese Halterung hier, diesen Schaft, den sie da reingebaut haben, die Schraube, die das Ganze hält. Da ist nämlich einfach unten so eine Platte, die ist am Gehäuse verschraubt und da kommt von oben eine Schraube rein, wo die Kugellager drin sind. Und das ist nur unten verschraubt. Das heißt also, oben ist jede Menge Spiel, wo die Schraube in alle möglichen Richtungen sich drehen kann. Nicht viel. Die Druckqualität ist okay. Aber man könnte es besser machen, indem man das einfach nochmal oben quasi verstärkt, also reinforced. Das habe ich auch dem Hersteller gesagt. Mach das doch bitte ab Werk.
Ja, dass ihr oben einfach nochmal hingeht und nochmal eine Verstärkung einbaut. Das werde ich jetzt auch hier mit dem Kollegen machen, der den Drucker dann bekommt, dass wir da nochmal über die nächsten Wochen oder Monate ansprechen, dann nochmal gucken, je nachdem, wie wir Zeit bekommen, da oben nochmal ein Reinforcement einbauen, dass hier oben die Schrauben auch nochmal an der zweiten Stelle fixiert sind und da nicht so viel Spiel ist. Ansonsten, der Drucker ist im Leerlauf schon recht leise, muss ich sagen. Ja, also man hört ihn so gar nicht. Das Einzige sind halt die Lüfter. Das kriegen die Chinesen nicht hin, egal ob das jetzt Bamboo Lab ist, ob das Creality ist, ob das Two Trees ist, ob das was weiß ich ist. Die kriegen es irgendwie nicht hin. Die Lüfter sind alle immer laut und der ist jetzt auch nicht gerade leise. Der ist auch irgendwas zwischen 70 und 80 Dezibel, was ich gemessen habe. Der nimmt sich also nichts mit dem Flashforge Adventurer 5M oder mit dem Creality K1 oder mit allen anderen Druckern, die ich hier zum Testen habe. Das ist natürlich schade. Ja, ich würde mir wünschen, dass die solche schönen Geräte dann wirklich mal mit leisen Lüftern ausstatten, beziehungsweise auch, dass hier zum Beispiel mal der Lüfter für das Mainboard hier unten nicht dauerhaft läuft. Weil wenn ich den jetzt hier anschalte, dann geht gleich das Gebläse los und das kann man natürlich nicht unbedingt haben. Ja, das kann man natürlich machen, wenn jetzt irgendwie der Drucker unter Last ist und dann, wie heißt das, viel Strom zieht und sich da was aufheizt, dann ist es okay, aber dann müssen das auch Lüfter sein, die ordentlich... Der nächste Punkt wäre, dass der Drucker noch ein Problem hat mit Makros. Also jetzt nicht, dass die Makros da sind oder dass man die jetzt halt entsprechend in eigene Dateien verlagern kann. Das funktioniert wunderbar. Sondern er hat jetzt hier zum Beispiel mal mit Print Start oder End Print mit diesen Makros, wenn er die aufrufen soll, ich weiß nicht woher, hat er ein bisschen ein Problem, weil er dann immer wieder das versucht aufzurufen. Auf der einen Seite funktioniert es mal und dann versucht er es aber nochmal aufzurufen und da schlägt er irgendwo fehl. Wo genau, weshalb, weswegen, weiß ich nicht ganz genau. Ich habe es mir noch nicht angeschaut. Aber da besteht auf jeden Fall noch ein Problem. Und da muss ich sagen, das muss Two Trees nochmal in den Griff bekommen, denn das ist natürlich nicht schön. Es funktioniert zwar trotzdem, man kann gut drucken, ja, also das ist kein Thema. Aber es ist halt nervig, wenn man ständig irgendeine Fehlermeldung in der Konsole im Mainsail aufpoppt und man da gesagt bekommt, ey, da hat was nicht funktioniert, das beunruhigt natürlich nochmal. Und vermutlich ist da irgendwas hardgecodet, was da nicht hardgecodet gehört. Vielleicht ist es beim nächsten Update aber auch schon behoben, ich weiß es nicht ganz genau. In der Version, die ich jetzt hier habe, ist es noch nicht behoben. Ansonsten, was kann ich über den Drucker sagen? Er ist echt schnell. Er ist mindestens genauso schnell wie der K1. Er ist auch mindestens genauso schnell wie der Ender 3 V3. Und auch so schnell wie der Flashforge. Also die drei geben sich nicht wirklich viel und die gibt sich auch nicht viel mit anderen Druckern, die ich noch hier im Studio habe zum Testen. Wer das also nicht verpassen will, was dann noch kommt, den kann den Kanal abonnieren. Da würde ich mich tierisch freuen. Aber ich muss sagen, es ist ein schönes Gerät und mir läuft so ein bisschen ein Tränchen hier die Backe runter, wenn ich jetzt weiß, okay, dass der Drucker jetzt nach diesem Video eigentlich eingepackt, rübergetragen und dann weg ist. Und den werde ich schon ein bisschen vermissen, muss ich sagen. Ja? Gerade jetzt im neuen Studio, wo ich sage, der Krach macht mir nicht so viel aus, da mache ich drüben einfach die Tür zu, ist das schon ein Punkt, wo ich sage, ja, das Gerät werde ich echt vermissen, weil es ein schönes Gerät ist. Was mir noch auffällt, wenn ich gerade hier auf die Seite gucke, und das ist etwas, was Two Trees öfters gerne macht und auch separat nochmal anbietet, das finde ich natürlich auch toll, nämlich eine Einhausung. Also hier sind solche Einprägungen an der Seite mit Bohrlöchern, wo man dann vermutlich nochmal Seitenpaneele dran schrauben kann, beziehungsweise wir als Maker können sagen, okay, wir kaufen uns einfach Acrylplatten und wir drucken uns da ein paar Teile für, schrauben ein paar Schrauben rein. Ich habe schon probiert, das sind M3-Schrauben, die passen wunderbar da rein und dann können wir uns quasi den Drucker komplett selbst einhausen, ohne jetzt großartig viel Geld ausgeben zu müssen. Aber selbst Two Trees bietet ja auch für den SP5, glaube ich, was, eigene Einhausungen an und ich denke, für den gibt es entweder schon was oder es wird noch irgendwas geben. Da bin ich mir jetzt momentan nicht ganz sicher. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Idee, dass man das noch machen kann. Es gibt noch einen Punkt, über den ich mit euch reden möchte, und das ist das Touch-Display. Ich war ja beim Flashforge Adventurer 5M kritisiert worden, dass es bei einigen zu Hause von euch wirklich gut funktioniert, das Display. Und das mag ich gar nicht in Frage stellen, das kann gut sein. Ich kann nur in meinen Videos halt nur das bewerten, was ich an Gerät hier habe. Es gibt doch mit Sicherheit einige Leute, die mit dem SK1 keine Probleme mit dem Belt haben. Bei mir war es ein Problem. Deswegen kann ich immer nur die Geräte bewerten, wie sie hier bei mir stehen. Und der Adventurer 5M hat nun mal bei mir in der Version, die ich bekommen habe, ein tierisches Problem mit dem Display, dass ich teilweise 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal sogar, habe ich gezählt, teilweise auf den Button drücken muss, bis überhaupt was reagiert. Das finde ich echt schade und das ist hier nicht. Da muss ich sagen, das Display funktioniert butterweich und wenn ich auf den Knopf drücke, reagiert er auch und ich habe instant die Informationen, die ich haben möchte. Und das finde ich echt schön. Die Menüführung ist einfach. Die ist jetzt nicht so schick wie beim K1 oder bei anderen Druckern,
aber sie funktioniert. Das Display sieht auch jetzt nicht optisch so schön aus wie jetzt beim K1 oder bei anderen Druckern, aber es funktioniert und das ist das Wichtige. Wenn das jetzt nicht funktionieren würde, wäre das gleiche Thema wie beim Adventurer 5M, da ich sagen würde, ey, spart euch das Touch-Display und baut lieber ein Clicky-Wheel ein. Das funktioniert dann besser. Aber hier funktioniert das Display echt 1A. Und da kann ich nicht meckern. Da bin ich froh, dass ich das Ding habe. Es ist auch angenehm auf der Höhe. Es ist fix montiert. Das heißt also, man kann es nicht drehen oder neigen oder so Richtung. Das mag man gut oder schlecht finden. Mich stört es jetzt nicht, weil ich sowieso alle Displays immer gerne im gleichen Winkel habe. Dann bin ich dran gewöhnt und es wackelt nicht hin und her. Das finde ich schon mal ganz gut. Und ich kann nicht meckern. Es macht das, was es soll und das ist das, was ich will. Und in diesem Sinne hat euch das Review hoffentlich ein bisschen gefallen, ein bisschen weitergeholfen. Den Link zum Drucker findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und solche Videos nicht verpassen wollt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Vielen lieben Dank an Tutorix, dass ihr mir das Gerät bereitgestellt habt. Vielen lieben Dank auch an meine Patreonen und meine Supporter auf YouTube. Und natürlich auch an meinen Sponsor. Und in diesem Sinne, hodl the line, happy printing und ciao.